Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 13. April 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, zuerst möchte ich das von gestern Abend nochmal aufklären oder nochmal genauer beschreiben. Ja, gestern Abend war ja mit Christopher Weidner ein Live-Talk zum Thema Astrologie und die Lehre des Buddha geplant. Ja, aber die Züge fuhren nicht für Christopher, deswegen konnte er nicht im Studio sein und deswegen konnten wir das Live-Gespräch leider nicht durchführen. Es ist jetzt verschoben auf Donnerstag, den 27. April. Würde mich freuen, wenn ihr dann nochmal Lust habt, dabei zu sein. Ja, schade, aber höhere Fügung ließ sich nicht ändern. Gut, morgen am Freitag schauen wir ja schon wieder ins Wochenende. Da gibt es dann auch wieder die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Aber heute ist erstmal Donnerstag und heute gibt es auch ein paar interessante Konstellationen zu besprechen. Ja, im Moment ist ein bisschen Saturnenergie im Feld. Das liegt zum einen daran hier, dass der Mond heute noch durch den Steinbock läuft, durchs Saturnzeichen Steinbock läuft. Und er damit so ein bisschen den Pflichtcharakter hochhält. Und im Steinbock möchte ja auch Dinge zu Ende bringen, langfristige Planungen, nicht immer nur der schnelle Effekt, sondern eben auch das, was eben langfristig ausgedacht und umgesetzt wird, das wird vom Mond im Steinbock dann eben nach vorne projiziert. Und der Mond wird dann heute um 22:42 Uhr wird er dann den Steinbock in Richtung Wassermann verlassen und um 23:11 Uhr heute Abend dann auf Pluto stehen. Pluto hier, der hier im ersten Grad des Wassermanns steht, nachdem er im März ja dorthin gewechselt ist. Aber Pluto wird ja im Juni schon wieder in den Steinbock zurückkehren. Das geht noch ein paar Mal hin und her. Also stabil ist diese Lage noch nicht. Deswegen sollte man auch vielleicht vorsichtig sein mit schon endgültigen Aussagen darüber, was Pluto im Wassermann bedeuten kann. Vieles von dem wird sich in den nächsten 1,5 Jahren erst noch abzeichnen und zeigen. Ja, also, warum die Saturnenergie im Mond im Steinbock? Ne? Der Steinbock ist ja das erste überpersönliche Zeichen. Mond im Steinbock kann auch, wenn eine bestimmte Verantwortung da ist oder ein höheres Ziel verfolgt wird, dieses auch sogar über die Belange der eigenen Person stellen. Ne? Also das Ego muss dann hinten anstehen, wenn die Aufgabe wichtig genug ist. Und mit Mond Steinbock ist immer die Tendenz auch mal zu schauen, was ist eigentlich unsere Berufung. Ne? Nicht jeder muss ja dann dafür in der Öffentlichkeit stehen oder so, aber was ist meine Berufung? Wo zielt es eigentlich hin mit meinem Leben? Ja, und auch die Venus, ja gerade vor kurzem ins Zeichen Zwillinge gewechselt. Diese Venus, die läuft hier ins Quadrat zu Saturn, ne, die zweite Saturnenergie. Dieser Aspekt ist morgen am Freitag Nachmittag um oder Abend um 18:38 Uhr ist der exakt. Ja, und Saturn ist ja so ein bisschen der Lebensbetriebsprüfer. Und wenn Venus ins Quadrat zu Saturn läuft, dann werden eben auch Venus-Anteile geprüft. Und Venus sind eben Beziehung und Werte. Das bedeutet, unsere Beziehung und Werte stehen so ein bisschen auf dem Prüfstand, ob sie eben für unser Leben, ob sie noch unserer Lebensqualität entsprechen, oder ob vielleicht da wir etwas anderes eigentlich wünschen oder suchen. Andererseits betont natürlich nicht nur Saturn-Venus, sondern Venus auf Saturn, das ist ja keine Einbahnstraße. Das bedeutet, mit dem Venus-Kontakt zum Saturn sind vielleicht saturnale Dinge, auch wenn es das Quadrat ist, etwas leichter möglich. Also bestimmte Pflicht- oder Arbeitsaufgaben können dann vielleicht in diesen Tagen bisschen weniger Widerstand angegangen werden. Ja, auch die Sonne-Jupiter-Konjunktion wirkt noch zurück. Der Mond läuft ja hier ins Quadrat zur Sonne. Dieser abnehmende Halbmond ist heute Morgen um 11:11 Uhr exakt. Damit eine der vier großen Mondstationen im Monat. Also auch ein Upposatha-Tag nach der Lehre des Buddha, ein Tag der vertieften Übung. Gleichzeitig aber auch ein Tag der Spannung zwischen Sonne und Mond. Ne? Logisch, Sonne gerade noch durch Jupiter befeuchtet.
Er befeuert im Widder, im Feuerzeichen Widder, möchte natürlich die Dinge sofort, während er, wie bereits gesagt, der Mond im Steinbock da eher eine langfristige und sorgfältige Prüfung an den Tag legt. Und das ist verzögert die ganze Geschichte natürlich, kann dann aber auch dafür sorgen, dann, dass das Ergebnis einfach besser ist. Also gute Planung, aber auch Bereitschaft zur Aktivität. Dann kommen diese beiden Seiten zusammen. Mit dem abnehmenden Halbmond begeben wir uns in das letzte Viertel des aktuellen Sonne-Mond-Zyklus, welches ja dann am Donnerstag, den 20. April, mit dem Neumond auf der Grenze zwischen Widder und Stier endet, was ja gleichzeitig eine Sonnenfinsternis ist. Und diese Geschichten schauen wir uns dann spätestens nächste Woche an. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.